Ich habe gerade beruflich ein bisschen eine schlechte Phase. Herr Brenner, Sie sind nicht krankenversichert, Sie sind nicht sozialversichert, Sie haben kein Bankkonto. Das würde ich nicht als schlechte berufliche Phase bezeichnen. Sie sind ein U-Boot. Servus, Göcki. Ob ich irgendwas übersehe? Haben wir Studententreffen oder was? Wir haben nicht studiert. Was der Bier? Jetzt ist schon wieder was passiert. Ich weiß es nicht. Herr Brenner. Da haben wir halt wieder nichts zusammengebracht. Schwester, ich brauche Polizeischutz. Da wären Sie der Erste, der beim Scheißen einen Polizeischutz braucht. Es ist Kommunikation drin. Stimmt. Sie, der Chef und der Köcki, waren alle gemeinsam auf der Polizeischule. Was habt ihr noch gehabt, die drei? Ein Geheimbund, ein Schützenverein. Erinnerung ist etwas sehr Wichtiges. Jeder von uns verdrängt manchmal was. Ich verdränge überhaupt nichts. Wenn da jemals irgendwas angegeben ist, dann geh bitte weg. Bringen Sie jeden Patienten persönlich heim? Wahrscheinlich nur die schweren Fälle. 17:16 Uhr, die Mutter der Zielperson betritt wieder das Haus. 17:17 Uhr, die Mutter der Zielperson wird von einem kleinen Transporter überfahren. Kannst du mal Geld bringen? Das ist aber jetzt eine blöde Geschichte.